Herzlich willkommen zu ESB Insight, dem Netzwerkmagazin des ESB-Netzwerks. Und heute bei mir zu Gast in der Folge ist Zecco, Hans-Jörg Zech, der Geschäftsführer der Zecco Sportvermarktung. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Ja, super Ambiente, super Veranstaltung bis jetzt. Und ich habe eine Menge Spaß und bringe, glaube ich, auch eine ganze Menge für alle Beteiligten hier. Wunderbar. Erste Frage, die ich an dich habe: Wie sieht dein Business aus? Unser Business hat sich sicherlich entwickelt aus dem Begriff der Vermarktung des Vertriebs heraus eigentlich mehr in eine Beratungsagentur, die mit dem Thema Sponsoring, Kommunikation sich beschäftigt für mittelständische Kunden, die aus diesem klassischen Bereich Sponsoring eigentlich den speziellen Bereich Fußball für sich herausgearbeitet hat. Ich halte uns für eine Spezialagentur in dem Bereich Fußball mit sehr viel Fachkompetenz, sehr vielen Kontakten dahin. Wir beraten mittelständige Unternehmen, als Beispiel Alpresan, die mittlerweile bei Schalke, bei Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach aktiv sind. Wir unterstützen den Elektronikhersteller Haier, der bei Bayer Leverkusen arbeitet, und gehen da in eine Verwertungskette. Das heißt also, das, was wir auch anbieten, können wir aus einer Hand auch erfüllen. Zum Beispiel eben die Produktion von Spots oder den Einkauf von Rechten bei Vereinen. Für die Unternehmen, das ist sicherlich ein Bereich. Ein zweiter Bereich ist, dass wir sehr gerne für Unternehmen arbeiten, die konkrete Vorgaben machen. Das heißt also, Sky sagt uns, wo ihre Promotion stattfinden, und wir haben etwa 1500 Promotoren in ganz Deutschland, die dann für Sky auch arbeiten können. Oder der Bereich, dass wir für Stiftungen arbeiten, für die Christoph-Metzelder-Stiftung ehrenamtlich als Pro-Bono-Aktion, weil es uns im Moment gar nicht so schlecht geht. Was gibt es im kommenden Jahr für besondere große Projekte, die die ESB-Partner von dir erfahren sollten, und wo siehst du da Kooperationsmöglichkeiten? Es gibt zwei grundsätzliche Ansätze, die sehr relevant sein könnten. Der eine Ansatz ist, dass wir mit unserem Kunden Deutscher Krebsgesellschaft, / Deutsche Krebshilfe und dem DFB ein Projekt planen, was im Detail noch nicht steht. Aber auch in den Bereichen, dass wir in der Verwertungskette für unsere Kunden alles anbieten, also von der Promotion bis zum Event. Wir haben sicherlich Möglichkeiten, mit Uwe Standtorp zusammenzuarbeiten, der ein hochinteressantes Fußballprojekt in Moskau startet, und unser Eventbereich mit der Provinziale Rheinland, das größte U13 Fußballturnier in Deutschland, zu entwickeln, bedeutet immer, dass wir natürlich auch Dienstleister einkaufen müssen, die uns bei den Events unterstützen, weil wir die ganzen Leute natürlich personell als Ressource nicht bei uns binden können, sondern punktuell dann reinholen, wenn wir sie brauchen. Wenn man jetzt einen Kooperationsansatz sieht, sollte man sich bei dir melden. Wie kriegt man dich am besten? Man bekommt mich durch meine 24 Stunden, 365 Tage Handyschaltung perfekt. Da fühle ich mich auch nicht gestört. Und im Bereich über zecco@zecco-sportvermarktung.de gehe ich eigentlich auch ständig an meine Mails. Wunderbar. Dann danke ich dir, dass du heute bei uns warst. Das war wieder eine weitere Folge von ESB Insight, und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Auf Wiedersehen.